Aha. So, willkommen zurück. Jetzt kann man es auch besser hören. Aus dem Studio in Halle. Der nächste Vortrag wird sein Natalie Kilber und sie spricht über Geschichten aus der Quantenindustrie. Nacho arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren an Quantencomputern. So, hallo, ich bin Natalie. Und ich werde über den Fortschritt und die Aussichten von Quantentechnologie reden. Man könnte auch sagen, Geschichten aus der Quantenindustrie. So, ein bisschen über mich. Ich bin so eine quasi prähistorische Kreatur. Gab es schon vor dem Feld. Aber ihr fragt euch vielleicht, warum geht es hier so sehr über Quantencomputer? Also, wenn ihr euch die Trends vom Moores Gesetz anschaut, dann sind die CPU-Geschwindigkeiten schon ein bisschen stagniert und die Prozessoren werden immer noch kleiner. IBM wird bald einen 2-Nanometer-Prozessor herstellen, aber je kleiner man geht, wenn man unter einen Nanometer geht, dann kommt man quasi ins Quantenreich und wenn man einen Transistor mit einem einzigen Elektron hat, dann hat man schon einen Quantenpunkt, das ist ein Qubit, das ist ein Teil von einem Quantencomputer, aber darauf kann man sich nicht für klassische Berechnungen verlassen. Wir sind also schon in der Quantenwelt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gehen wollen. Warum möchte ich Quantencomputer haben? Mir geht es total um Geschwindigkeit und um tolle Rechenleistung. Ich will da mehr Rechenleistung haben. Schaut euch mal euren PC an, oder? Und dann wieder mich und dann euren PC wieder. Es ist leider kein 8-Kern i9 oder vielleicht doch. Seid ihr glücklich mit eurem Computer? Naja, ich weiß nicht warum, aber der Kerl hier ist auch sehr glücklich mit der Verkabelung. Das hier ist ein Quantencomputer in Googles Labor und ihr könnt sehen, die Verkabelung ist nicht einfach und das ist nur ein Chip. Also ein Quantencomputer ist ein Beschleuniger und man braucht eine Co-Host-CPU, um irgendeine bedeutsame Berechnung zu machen. Und das hier mit der Verkabelung ist eine andere Art Quantencomputer. Hier seht ihr einen optischen Tisch mit optischen Bestandteilen. Und ich glaube, das hier ist der Q-Era-Startup. Und der Kerl ist auch nicht glücklich mit der Verkabelung. Ihr könnt sehen, warum. Hier gibt es noch weitere Beispiele, die sehen ein bisschen kompliziert aus. Und hier insbesondere seht ihr viele Steuerungen, die Signale in den Quantencomputer reinschicken. Und das hier ist wieder Q-Era mit etwas besserer Verkabelung. Das hier ist ein mit eingefangenen Ionen funktionierender Quantencomputer. Quantencomputer gibt es nicht nur in einer Art, wir haben verschiedene Arten mit verschiedenen grundlegenden Technologien, die wir für verschiedene Arten von Komponenten einsetzen. Hier werden eingefangene Ionen verwendet für das hier ist ein riesiger Kryo-Kühlschrank. Da kann man unter Millikelvin-Temperaturen gehen. Und im ersten Bild habt ihr es sehen ohne die Schachtel drumherum und dann oben seht ihr wieder dieses extreme Verkabeln für nur ein Chip. Hier haben wir weitere Beispiele, wie zum Beispiel AQT, Quantum Technologies in Österreich und sie wissen wirklich, wie man die Kabel gut verstaut. Und ihr fragt euch vielleicht, warum rede ich nicht über Quantum Annealer? Und naja, wenn wir Quantencomputer so nicht restriktiv definieren, dann kann ich das hier auch als Quantencomputer verkaufen. Also ein Salat verwendet auch Quantenphänomene. Aber also aufgrund von Photosynthese, das Licht versucht so schnell wie möglich zu reisen und das funktioniert mit Quantentunneln und das funktioniert ziemlich schnell. Also ein Quantenanneale zählen nicht. So, schaut euch wieder euren Computer an. Funktionieren da 5 GHz? Seid ihr unglücklich mit eurer CPU-Geschwindigkeit? Ich gewinne das Spiel, wo man sich beschwert. Ich komme nicht über 100 Kilohertz und das ist zweimal die Geschwindigkeit vom ENIAC damals. Aber ärgert euch nicht darüber zu sehr. Wir tüfteln immer noch an den Quantencomputern herum. Ihr habt in den Bildern da vorne gesehen, da ist sehr viel Verkabelung an den Komponenten. Die sind ziemlich groß. Das wurde noch gar nicht alles erfunden. Also der Flaschenhals von der
Langsamste Komponente von jedem Quantencomputer ist die langsamste bestimmte Geschwindigkeit vom ganzen Computer und deswegen ist es so langsam. Wir brauchen andere Signalprozesse, wo wir analoge in digitale Signale umwandeln müssen und umgekehrt. Und das steckt überall in unseren Smartphones, in den Kameras. Stellt euch vor, Sound, der analog ist, der muss in digitale Signale umgewandelt werden oder Licht sogar, Photonen. Wenn ihr ein Foto aufnimmt, dann muss das in digitale Signale umgewandelt werden. Das ist ein analog-digital-Interface. Und hier, weil wir in supraleitenden Computern zum Beispiel mit Qubits arbeiten, da ist es ziemlich schwierig. Aber man könnte sagen, das ist parallel und alles funktioniert ein bisschen anders. Also für Algorithmen, wenn man so geringe CPU-Geschwindigkeiten hat, wenn man gar nicht lebt, bis die Lösung da ist, dann ist das ein Problem, wenn es so lange dauert. Und ihr möchtet vielleicht eurem PC zuhören. Hört ihr hier euren Quantencomputer? Aber das hier ist ein supraleitender. Das ist die Kühlung für diesen supraleitenden Quanten-PC von früher. Aber das ist zugegebenermaßen bei den kryogenischen Quantencomputern am schlimmsten. Aber ja, das ist albtraumhaft, viel zu laut. Und eins ist immer gleich. Wir beschweren uns immer über die Größe. Oder wir reden immer über die Größe. Und damit meine ich Qubits. Egal, ob man jetzt, wo auch immer man jetzt lebt, Artikel, Halbartikel oder echte Artikel reden immer über Qubits in Quantencomputern. Wie viele Qubits sie potenziell haben können auf einem Chip. IBM hat 127 Qubits veröffentlicht und QArrow ungefähr 200. Auch das mit den eingefangenen Ionen und IBM hat das mit den Kühlgeräten. Und da müsst ihr aber unterscheiden, viele, viele physikalische Qubits sind gut, aber ein logisches Qubit ist das, was man für die Berechnung braucht. Und wir haben eine große Fehlerrate für ein einziges physikalisches Qubit aufgrund von Rauschen, aufgrund von Temperaturschwankungen, viele, viele, viele Umweltfaktoren, die wir noch nicht ausschalten können, weil das noch ziemlich grundlegende Forschung ist, wie man das kontrollieren kann und wie man diese Parameter anpassen kann, sodass das Rauschen gering ist. Und dann haben wir diese Geräusche ja auch in unseren normalen klassischen Geräten, wo wir Paritätsprüfungen brauchen oder Fehlerkorrektur. Und das brauchen wir in Quantencomputern auch. Fehlerkorrektur ist ein riesiges Feld hier, das noch viel Forschung braucht. Und wir verwenden sogenannte Oberflächencodes und die korrigieren Fehler. Und um ein logisches Qubit zu bekommen, brauchen wir sehr viele physische Qubit. Also man könnte sagen, da ist ein viel Overhead. Gut, haha. Mit diesen Paritätschecks. Aber wenn ihr hört, so und so viele physikalische Qubits wurden erreicht von einer Firma, dann sind das normalerweise physische Qubits, aber ihr müsst die auf logische Qubits mit ungefähr einem Faktor 20 runterrechnen. Und das ist schwierig. Also, ein berühmter Physiker hat gesagt, lebt immer noch, er hat es auf Twitter gesagt: Qubits sind wie Kinder, es ist besser, ein paar wenige mit hoher Qualität zu haben, als viele, viele laute zu haben oder rauschende zu haben. Und John Preskill war früher bei Microsoft, jetzt ist er bei AWS. Aber bei Microsoft haben wir einen Marihuana-Skandal gesehen. Wir dachten, wir könnten ein topologisches Qubit haben, ohne Rauschen. Das heißt, wir brauchen nur ein Qubit und wir brauchen nicht viele, viele physische Qubits, um ein logisches zu haben, weil es ein topologisches sei, ohne oder mit eingebauter Fehlerkorrektur durch die physikalische Natur. Und Rainer Blatt hat gesagt, das hieß das Marihuana-Teilchen, weil wir lange das Marihuana-Qubit, wir haben lange nachgesucht und dann gab es diesen Skandal. Der große Gewinn war gar kein so großer Gewinn am Ende, sondern sie mussten den Artikel zurückziehen, wo es hieß, dass sie es gefunden hätten. Also wir suchen immer noch danach. Aber andererseits, es ist besser, ein paar rauschende Qubits zu haben, als gar keine.
Ja, Quantencomputing steckt voller Herausforderungen. Ihr habt schon die Verkabelung gesehen, so viele Kabel in einen von diesen Kryo-Kühlschränken zu kriegen, ist sehr, sehr schwierig. Man muss neue Arten finden, um überhaupt CMOSes, diese Controller in den Kühlschrank reinzukriegen. Das heißt, man muss die Verkabelung reduzieren. Und das ist nicht einfach, denn wir haben sehr viel Widerstand, wenn wir die Kabel abkühlen, in Kabeln zum Beispiel. Da wird auch die Mikrowellentechnologie weiterentwickelt mit Quantencomputern. Und eine Sache, die mich eigentlich am meisten mir Sorgen macht, ist, dass wir noch nicht wirklich Quantenspeicher haben, also QROM. Im Moment ist ein Quantencomputer nur ein Beschleuniger. Wir haben also noch nicht Read-Only Memory, nur lesbarer Speicher, der so gelesen werden kann. Man kann das nicht wirklich speichern oder bedeutsame Berechnungen machen, und das ist auch ein riesiger Flaschenhals. Und ein anderer Faktor ist das Ökosystem. Wir müssen viel Helium verwenden für die Kühlung, und Helium kriegt man nur wirklich von zwei Firmen. Das muss man erstmal herankommen. Das ist aber nicht wirklich das Problem, denn wir brauchen noch etwas anderes. Wir brauchen drei Helium, das ist ein Isotop, das kriegt man als nukleares Nebenprodukt von Tritium. Und da möchte ich nicht wirklich drauf zählen, weil das eine sehr limitierte Ressource ist auch. Und manchmal bestehen die Komponenten in Quantencomputern auch aus seltenen Erden. Und Leute reden ständig darüber, Quantencomputer zu demokratisieren, aber da hat man noch andere Probleme. Nicht alle brauchen Zugang zu etwas, was gar nicht so viele Probleme löst bis jetzt. Und um ehrlich zu sein, mit den Sicherheitskontrollen, die da bestehen, ist es eigentlich schon fast ein offenes System sowieso. Aber ja, wenn wir uns Quantum anschauen, dann müssen wir die Referenzen anschauen. Welche Spezifikationen muss man sich anschauen? Und hier muss man eigentlich Konsens einsetzen, vergleicht das, was ihr schon kennt, und gesunder Menschenverstand einsetzen, ja. Und in Quantentechnologie ist es sehr spezifisch. Man hat die Komponenten vom Quantencomputer, die Sensoren für einzelne Elektronen, die man in MRI verwendet, in Spektroskopie, für Mikroskope und alles Mögliche, viele andere Sachen und Quantenkommunikation sogar, Halbleiter oder Halbleiterbestandteile. Und einfach die Infrastruktur und Kommunikation. Das kann alles Teil vom Quantentechnologie-Zoo sein. Aber man muss auch vorsichtig sein. Alles ist heutzutage Quantum. Es ist ein riesiger Hype. Also die Finanzwelt macht irgendwas mit Quantum. Ich weiß nicht was. Andere Firmen denken, naja, also das Cyber ist nicht genug als Buzzword. Wir müssen zwei Buzzwords verwenden, Quantum und Cyber. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Dann gibt es Quantum Transport. Ich verstehe auch nicht, was die machen. Ich will es gar nicht wissen. Und hier, also ich bin sicher, dass das schmerzfrei ist. Ja, man kann auch Toilettenpapier haben. Ich wollte das wirklich finden im April 2020. So, also Quantencomputing wird also angeblich viele Probleme heute lösen. Einige Firmen meinen, dass sie Klimawandel bekämpfen oder die Finanzindustrie ändern oder alle Verschlüsselungen in der Zukunft ändern. Also Quantencomputer würden das Internet kaputt machen. Wenn man sich jetzt die Schätzungen anschaut für den Geschwindigkeit der Berechnung, dann wird es schwierig, weil wenn man jetzt die ganzen Referenzen betrachtet, also wenn man sich die CLOPs anschaut von IBM, dann gibt es eine Flut an Referenzen über Komplexitätstheorie und die Anzahl der Qubits. Aber wenn man das genau anschaut, dann sagen sie einfach nur, ja, wir haben die Qubits halt noch nicht, deswegen haben wir das Ganze simuliert und dementsprechend kann man das vielleicht auch nur bedingt übertragen. Und dementsprechend ist es einfach nur Fantasie, was da abgeschätzt wird. Und
Diese Stadt ist ein großartiger Ort für kleine Besucher und ich lasse mich dich hier rumführen. Du könntest hier einen Freund brauchen. Sie zitiert ein Gedicht, ein bekanntes aus dem Stück als Satire. Und was wir jetzt brauchen, ist Optimierung, Chemie und Sicherheit. Ich habe am Anfang des Talks gesagt, wir müssen großartige Geschwindigkeiten erreichen. Dementsprechend müssen wir jetzt hier einsteigen. Ich befasse mich jetzt mit VLSI-Design. Also das ist die Integration, beziehungsweise der Hardware-Design. Und was Jack Kirby hat in 1958 ein großartiges Hörgerät erfunden und dabei nebenbei auch VLSI entwickelt. Und das ist heutzutage die Grundlage, mit der wir Integration bei Chips benutzen. Wenn ihr euch mit integrierten Schaltkreisen nicht auskennt, das ist quasi das, worin es designt wird. Braucht dafür. Man hat im Prinzip ähnliche Probleme wie verschiedene andere Dinge, unter anderem zum Beispiel Routenbildung bei Luftfahrt. Da geht es im Prinzip darum, dass wenn ich einen Chip aufsetze, dass ich die Kommunikationskanäle kurz halten muss, ähnlich wie bei anderen Problemen. Und wohin das einen führt, ist wahrscheinlichkeitstheoretische schwarze Magie. Also man hat am Ende eine Kombinatorik durch die Möglichkeiten, die man ausschöpfen muss in dem Fahrtraum. Man sollte meinen, das hier ist nicht so schwierig. Das ist eins der sehr harten, in der Informatik sagt man NP-harten Probleme. Und das bedeutet, dass es für die Lösung dieses Problems keinen Algorithmus findet, der in algorithmischer, also in polynomieller Zeit das Problem lösen kann. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man was laufen lässt, wird es wahrscheinlich eher länger laufen, als du lebst. Und sie macht ein Zitat aus Dark Souls. So, jetzt kann man denken, okay, dann brauchen wir halt Optimierung. Klingt irgendwie nach schwarzer Magie, klingt komisch. Ihr habt das alles schon mal gehört. Ich war am Anfang auch total begeistert, aber ich war am Anfang ganz spannend, weil es halt Physik inspiriert, neuronale Netze, intelligente Programmierung. Da gibt es... Dann wurden im Prinzip diese ganzen Sachen in dem braunen Feld schon ausgeschöpft. Aber wenn man jetzt ins Quantenwelt-Universum eindringt, dann wird die Natur der Optimierungsalgorithmen, was auch immer für mathematische Basis man dafür verwendet, dann werden die auch im Quantencomputing verwendet. Aber was wir hier auch brauchen, ist sowohl bei klassischen als auch bei Quantencomputern sind irgendwie vernünftige Benchmarks, damit man auch Äpfel mit Äpfeln vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen. Und wir brauchen einfach eine gemeinsame Basis, auf der wir uns bewegen können. Und ihr könnt ja mal Chuck googeln, das ist CHUKK. Das ist eine Benchmark-Suite, mit der man das benchmarken kann. Das ist von Katzgraber. Der ist tatsächlich auch total begeistert von Katzen. Also spammt ihn zu mit Katzenbildern. Und das ist jetzt ein Bild aus einem Paper von Cambridge, also von der Cambridge Quantencomputer-Lehrstuhl. Diese kleinen Punkte sind Knoten. Und das haben die auf einem Quantencomputer für 10 Nodes laufen lassen. Das ist ein extrem kompliziertes Problem. Und wenn sie auf 12 oder 13 Qubits skalieren wollten, gab es halt noch keine physischen. Dementsprechend haben sie es dann wieder simuliert auf einer klassischen Maschine.
Und da haben sie einen Quanteneigensolver benutzt, also einen Algorithmus, mit dem man hat das Problem, dass die Quantencomputer relativ viel Noise produzieren, also Fehler. Und die Idee ist hier, dass man das einfach sehr oft auf solchen fehlerhaften Computern lässt und dann das Ergebnis aus der Ermittlung ermittelt. Und ich bin gar nicht so besorgt darüber, dass wir mit dem Algorithmen noch nicht so weit sind im Quantencomputerbereich, weil ich bin sicher, wir haben da genug Leute dran, die Ahnung haben und die daran arbeiten, aber wenn wir haben schon solche Probleme, einen Quantencomputer mit 10 Nodes zu bauen. Und wenn wir jetzt was Größeres lösen wollen, also das ist jetzt ein anderes Bild von der Natur inspirierten Problem anschauen. Das hat über 100 Knoten. Und das auf klassischer Hardware hat PyGNN das mit 10.000 Knoten gelöst. Damit haben sie im Prinzip die Limitierungen der Quantencomputer überwunden. Also, wenn du die maximale Leistung haben willst, dann musst du dich im Prinzip von Quanten wieder lösen, sondern solltest eher das Ganze auf klassischer Hardware laufen lassen. So, yeah. Also das sind von der Natur inspirierte Lösungen für Quantenprobleme. Dann kommt man irgendwie weiter als Quantencomputer an der Stelle. So, jetzt sind wir relativ weit in eine Ecke gelaufen. Jetzt möchte ich euch noch ein anderes Problem zeigen, und zwar manche behaupten, man kann hier mit Klimawandel bekämpfen. Es kommt aus Ideen von Physikern, die gesagt haben, also hier Feynman, Natur hat irgendwie Quantenaspekte, dann wäre es clever, auch Quantensysteme zu benutzen, um es zu lösen. Das ist aber auch Feynman. Feynman hat auch Bongos im Stripclub gespielt, also der ist schon ein ziemlicher Held. Das hier ist Chemie, das ist Ammoniak. Das ist relativ simpel, das ist vielen Stellen in der Welt. Und man braucht es für Basen, für Säuren. Man hat es als Dünger, man benutzt es an allen möglichen Dingen. Sogar Latex. Alles, was irgendwie eine saure Natur hat, kann man damit transportieren. Es ist relativ kompliziert zu erzeugen, also nicht kompliziert im Sinne von technisch, sondern es ist einfach hoher Energieeinsatz, hohe Temperaturen. Es ist der Haber-Bosch-Prozess oder das Haber-Bosch-Verfahren. Das macht heutzutage 2% der globalen Energieaufwand weltweit aus. Und es ist natürlich sehr nützlich, es ist wirklich wichtig für unsere Gesellschaft, aber wenn man sich überlegt, wir könnten 2% unseres globalen Energieaufwands wegstreichen, wäre das schon krass. Und das ist natürlich nicht einfach. Das ist ein Enzym, das ihr seht, das Ammoniak produzieren kann, ohne große oder ohne hohe Temperaturen. Ja, da gibt es Algen und Bakterien, die das auch können. Deren aktive Seite nennt sich MOCO. Wir schätzen große Energie aufwenden, um das zu simulieren, um das aufzuwenden. Das hier ist das Enzym, das sieht so aus. Und wenn ihr euch jetzt wieder den Computer anschaut, für beide Sorten, wenn ihr euch das anschauen wollt, 2000 Qubits. Das sind ungefähr 100 mehr, als wir aktuell machen können. Oder einen Faktor 100 weg. Klassische Computer können das auch noch nicht simulieren. Und wir könnten das vielleicht sogar irgendwann schaffen mit Computern, aber wir sind noch sehr weit weg davon. Wenn ihr das Orange anschaut in der Mitte, das ist das MOCO-Teil, das wir simulieren wollen. Und das ist nur ein Teil vom Ganzen. Das
Also ich habe hier keine Sorgen, dass wir da algorithmisch noch weiterkommen werden. Das lässt sich irgendwann sicher lösen, aber zurück in Fantasieland, das, was man am meisten einsetzen sollte, wäre irgendwie mal klarer Verstand. Brauchen wir da wirklich. Was, Leute sind heutzutage ein bisschen cleverer. Die simulieren das. Die benutzen hauptsächlich also die benutzen ein paar digitale Anteile, aber sie machen es vor allem haptisch. Was sie machen ist, sie versuchen im Labor herauszufinden, was sie eigentlich, also die kleinen Teile davon, die sie simulieren müssen. Hier ist ein sehr kürzlich erschienenes Paper. Das ist, glaube ich, sogar nur ein Preprint. Also, wenn du nichts verstehst von Rhesus-Abschätzungen in Quantencomputern, dann ist das ein guter Ort, um mal anzufangen, euch einzulesen. Aber wir sind immer noch bei Quantenanwendungen, wo die Anwendbarkeit wirklich optional ist. Jetzt nehmen wir mal was, was uns ein bisschen näher ist, nämlich Cyber Security. Wir müssen hier sehr spezifisch sein. Viele Firmen behaupten, dass es überhaupt keine bekannte Krypto mehr gibt in einem Post-Quanten-Krypto-Szenario. Also vor allem AES zum Beispiel, was sehr häufig verwendet wird, ist dann hin oder AES 256. Mode can't be broken by quantum computers and symmetric key size symmetric encryption Okay, sie methods. sagt, dass AES 256 wäre irgendwie quantensicher. Not really. What people Aber was die usually meisten Leute mean meinen is ist, also alles, was symmetrisch verschlüsselt, ist wahrscheinlich relativ sicher. Das ist vor allem die asymmetrische Verschlüsselung, die Probleme hat mit Quantensystemen. Das ist ein Paper von Microsoft Research. Die sagen, Then Google, not too long ago, came up das hier wären, with die haben geschafft, so RSA mit 20 Millionen Noisy Qubits zu knacken. Und hier ist noch ein weiteres, in dem sie behaupten, dass sie auch 2048-Bit RSA knacken können, jedoch in 180 Tagen ungefähr. Also das sind natürlich ziemlich krasse Resultate, auch wenn die Tage noch hoch sind, aber um das jetzt mal in Perspektive zu setzen. Also wir haben 2012 wurden noch 1 Milliarde Qubits geschätzt. Dieses Jahr haben wir 20 Millionen geschätzt und dann gab es ein weiteres mit 13.000 durch Anwendung von Qrem. Wir sind da zwar immer noch ziemlich im Fantasieland, aber man sieht, dass die Zahlen deutlich kleiner werden, die nötig sind, um das zu knacken. Jetzt kann man natürlich sagen, dass relativ große Zahlen immer noch. Und das, wenn man jetzt aber weiß, was die Basis ist, zu der man das faktoriert vorher, dann, wenn man mal eine Basis kennt, ist es relativ einfach, weil man kann es dann hochrechnen. Und dann hat IBM nochmal hinter seinem Paper hinterher schieben müssen, dass sie das wahrscheinlich ein bisschen übermäßig vereinfacht haben. Und effektiv war dann die Aussage, naja, wir haben es bisher noch nicht knacken können. Dann gab es noch ein weiteres Paper in 2019, das ist sehr interessant, weil da haben sie gesagt, wir wollten es nicht einfach simulieren, wir wollten testen. Und die haben es geschafft, aber nur für die Zahl 35, was natürlich ziemlich lächerlich ist. Sie haben es nicht geschafft, es ist fehlgeschlagen. Und man muss über Quantencomputer nicht denken als Bedrohung, sondern stattdessen eher als Vorteil. Wenn jemand verschlüsselte Daten hat und 20 Jahre darauf verwendet, sie zu entschlüsseln, und dass so viele Ressourcen darauf verwenden, dann können sie wahrscheinlich sowieso an die Daten draufkommen. Also man muss gar nicht auf einen Quantencomputer warten, sondern dann gibt es andere Wege und andere Bedrohungen. Also setzen wir jetzt mal etwas in Perspektive. Quantencomputer
sind eine logische Erweiterung von Moores Gesetz und sie sind besonders für Quantensysteme maßgeschneidert, um die zu simulieren und Bakterien und so. Und ob sie zu Durchbrüchen in der Kryptographie führen oder in anderen Optimierungsproblemen, das ist noch nicht so klar, aber wir sind auf jeden Fall an der Grenze und erweitern da immer noch die Fähigkeiten. Die Komponenten der Quantencomputer sind auf jeden Fall state of the art und verbessern das da. Also QRNGs, Zufallszahlengenerator, sind auf jeden Fall nützlich. Zum Beispiel in Plätzen, wo wir keine anderen wahren Zufallsgeneratoren brauchen. Im Datenzentrum will man zum Beispiel nicht so viel Entropie haben, also da will man nicht temperaturbasierte Zufallszahlengeneratoren haben. Oder man hat vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, andere Zufallsgeneratoren zu haben, irgendwo, wo es einfach nicht da ist. Und da hilft es auch zu miniaturisieren. Also wir haben schon die Verkabelung gesehen und diese Chips und Prozessoren können in immer kleinere Räume gequetscht werden. Also wir brauchen tatsächlich Quantencomputer und die Forschung darum. Wir brauchen es aber nicht in normalen geschäftlichen Umgebungen. Es ist immer noch sehr grundlegende Forschung und wir sollten uns dessen bewusst sein. Also, mathematische Konzepte sind nützlich, um neue Verschlüsselungsalgorithmen zu finden. Und wir reden nicht nur über PQC, Post-Quantum Cryptography, aber wir reden auch über asymmetrische, symmetrische Verschlüsselungen, verschiedene Konzepte, die man verwenden kann. Aber jetzt lassen wir es mal bei der, verlassen wir das Reich der Fantasie und überlegen uns, wie die Quantencomputer mit der realen Welt kommunizieren. So, ich habe euch vorhin schon gezeigt, dass Quantencomputer manchmal einen kryogenischen Kühlschrank haben. Das heißt, man sieht da die Umhüllung. Und da wird im Moment ein supraleitender Computer verwendet. Ich habe schon angesprochen, man braucht eine Host-CPU und ein Kontrollsystem mit sehr vielen Peripheriegeräten, sehr viel Verkabelung, um in die Kryo-Phase zu kommen. Und dort ist normalerweise ein Analog-Digital-Interface und dann unten, wo es am allerkältesten ist, da ist die QPU. Aber man kann das sich vorstellen als ein riesiges System. Also hier ist ein Beispiel von Googles Setup. Und ich glaube, das wichtigste Konzept, das man hier hervorheben muss, ist, Quantencomputer sind nur Koprozessoren und sie hängen von traditionellen Computern ab. Das heißt, man braucht ein Analog-Digital-Interface, um die Signale hin und her zu konvertieren. Und die Hauptlogik ist in der Host-CPU, die dann sich vielleicht auch mit einem Netzwerk verbindet. Manche Leute denken, wenn ich das in einem Labor habe, dann muss es ja getrennt sein durch eine Luftbrücke. Aber wenn die Dinge so laut sind, dann möchte man vielleicht sie remote bedienen können, damit die Leute nicht taub werden, oder bei Corona möchte man sie von zu Hause aus bedienen können. Das heißt, sie sind eigentlich tatsächlich ans Netzwerk angeschlossen, zumindest über das nächste Jahr. Das heißt, da gibt es Cybersicherheitsprobleme. Das wird aber nicht so oft besprochen. Aber diese Systeme werden hybrid sein in absehbarer Zukunft mit Host-CPUs, mit cloud-basierten gemanagten APIs, und wir brauchen zuverlässige und sichere Dienste und Architekturen, um damit zu arbeiten. Das heißt, die kritischen Applikationen und die damit behandelt werden, mit diesen Systemen, falls da das Wissen drin steckt, wie man Fimoco simuliert zum Beispiel, damit wir das Ammoniak mit weniger Energieaufwand produzieren können, wenn wir neue Batterien designen. Das sind wahrscheinlich Patente, also wollen wir die Daten dahinter schützen. Das bedeutet also, die klassischen Security Best Practices muss man sich immer noch einhalten bei Quantencomputern. Also dieses Beispiel vom QC Lab bei Google. Dieses Enterprise-System besteht aus einem Mix aus Windows, macOS, Linux, maybe Azure AD, Network Container, was auch immer. Und das ist Teil von diesen industriellen Kontrollsystemen, und PLCs sind da drin, diskrete Prozesskontrollsysteme, irgendwas in ICS-Skala.
Das ist eigentlich nicht wirklich physisch getrennt vom Netzwerk. Das heißt, wir brauchen gehärtete API-Schnittstellen. Es ist aber immer noch ein System auf dem Internet, am Internet am Ende. Und es ist noch nicht wirklich reif, dass Leute es verkaufen und Firmen da ihre sensiblen Daten drauf tun. Aber wenn die ISS, oder als die ISS früher infiziert wurde, das galt als air-gapped, ist es aber in Wirklichkeit nicht mehr. Das heißt, bevor wir Quantencomputer als Beschleuniger anbieten, müssen wir sie erstmal sicher machen. Also schließt euch mir an, um Quantencomputer zu schützen vor Hacks. So, nochmal. Vielen Dank. Wir haben etwas Zeit für Fragen. Also, liebes Publikum, bitte fragt, stellt Fragen. Die Hashtags sind auf Mastodon und Twitter. Hashtag RC3 Chaos Zone und der IRC Raum ist RC3-Chaos-Zone. Chaos-Zone. Alright, and I will. Und ihr könnt sicher Fragen auf Deutsch stellen. Ich glaube, der Herald kann das übersetzen. Alright. Wir haben schon einige Fragen. Some questions already. Was hältst du von sogenannter Post-Quantum-Cryptography, die man jetzt schon einsetzt? Ja, Post-Quantum-Crypto. Ich weiß, es ist ein nützliches Konzept für NIST und sie haben ein spezifisches Problem, an das sie denken. NIST ist, dass die nationale Sicherheit, Regierungssicherheit, Regierungsinfrastruktur, besonders in den USA, und sie denken an wirklich langlebige Systeme. Mit PQC hat man das Problem, das kostet viel Rechenleistung, also viel Infrastruktur kann damit einfach nicht klarkommen. Also wenn ihr euch Sorgen macht, dass die Daten gestohlen werden und ihr habt aber noch 20 Jahre lang Geheimnisse, also nicht viele Firmen haben Geheimnisse, die so geheim sein müssen, die nach 20 Jahren noch so nützlich wären. Das heißt, wenn ihr Daten habt, die 20 Jahre lang wertvoll sind, das kann nützlich sein, wenn es um die Standorte von nuklearen Bomben geht. Ja, dann müsst ihr darüber jetzt nachdenken und wir brauchen etwas Zeit, um diese Infrastruktur zu implementieren. Aber wir haben über Crypto Agility gehört, also das hätten wir gerne, aber es ist halt nicht die Realität. Wir haben viele alte Systeme, wir müssen die immer noch am Laufen halten, besonders wenn es kritische Infrastruktur ist, dann können wir die nicht einfach ausmachen, Neues anmachen. Es muss die ganze Zeit funktionieren, kritische Infrastruktur. PQC ist für einige Probleme hilfreich, aber nicht für alles. Ist kein Wundermittel. All right, thank you. The next question is. Die nächste Frage ist: Du hast über die Anzahl der Qubits geredet und dass kein praktisches oder kein echtes Problem, was wir heute haben, keins der schwierigen Probleme, die die Leute hoffen, dass man mit der Quantencomputing lösen kann, dass die Anzahl der Qubits einfach noch nicht da sind, die man dafür braucht. Würde es Sinn machen, die Probleme irgendwie zu serialisieren und dann das Ganze auf Computern laufen zu lassen, die kleine Quantencomputerzahlen haben, Quantenqubitzahlen? Ich habe die Frage vielleicht nicht ganz verstanden, aber ich nehme an, du meinst, dass man diese Probleme in Pakete aufteilt. Und ich habe euch den THC, Tensor Hyperconvection Algorithmus, gezeigt, den die Chemiker-Leute verwenden, wo man das macht, aber ein Qubit kann man sich wieder vorstellen als ungefähr ein Transistor und man braucht einfach etwas mehr als 5 oder 10, um irgendeine wirkliche Arbeit zu machen. Also es ist eine gute Frage. Wir unterteilen diese Probleme schon in kleinere Bestandteile und wenn wir zurück zu den Slides gehen und uns das Paper von Nathan Wiebe und Ryan Babush ansehen, dann sehen wir brauchen immer noch mehr als 2000 logische Qubits. Also
Ja, das ist die Richtung, in die es geht und in die man gehen muss. Aber wir brauchen immer noch mehr als ein paar hundert Qubits. Also gibt es jetzt schon Quantencomputer, die man programmieren kann, um was Nützliches zu machen? Aber es hängt davon ab, was du als nützlich beurteilst. Es kann großen Bildungsnutzen haben, aber ja, wenn du in 10 Jahren Leute haben willst, die wissen, wie man mit Quantencomputern umgeht, man will Postdocs haben, Masterstudenten haben, wie man die programmiert, wir brauchen bessere Compiler, was sind die Flaschenhälse, mit denen wir umgehen müssen, wie können wir Quantengatter vertauschen oder diese Operationen, die ein Quantencomputer hat. Und das ist nützlich in jedem Zustand der Arbeit. Ein Quantencomputer mit nur wenigen Qubit braucht man immer noch, um die Forschungsarbeit weiterzutreiben. Also ich finde es immer noch nützlich. Okay, das macht Sinn, klar. Okay, was siehst du als Kandidaten für die ersten Anwendungen von echten Quantencomputern? Also du meinst die Killer-Anwendung für Quantencomputer? Das ist eine schwierige Frage. Also für Kryptographie oder für Optimierung ist es nicht klar, habe ich schon gesagt. Aber in der Chemie, sobald wir diese 20.000 oder mehr logischen Qubits erreichen, werden wir da in Katalysatoren große Fortschritte sehen. Und man sieht es in Motoren schon, Ammoniak bei Zimmertemperatur herzustellen. Aber da sehe ich die Möglichkeiten, Katalysatoren, bessere Akkukapazitäten, viele chemische Sachen. Da gibt es viele Dinge, die wir klassisch einfach nicht simulieren können, aber ja, ich glaube, Chemie könnte eines der größten ersten Anwendungsfelder sein, aber wir sind noch nicht da. Spannend. Glaubst du auch, das werden die ersten Anwendungen sein, oder? Also Chemistry Applications. Kleine Moleküle für Katalysatoren, ja, könnte sein. Also es gibt schlauere Leute als mich, die da vielleicht andere Ideen haben, wie man völlig neue Batterien einsetzt. Also Ammoniak wird auch in Brennstoffzellen eingesetzt, wenn man simuliert, wie man das billiger hinkriegt mit weniger Energie und dann das einsetzt, um bessere Brennstoffzellen oder Treibstoffspeicher zu haben. Es gibt auch andere Quantencomputing-Dienste, die etwas interessant sind. Hängt davon ab, wo man interessiert ist. Also in Cambridge bieten sie an 3 Qubits. Es ist ein nettes Spielzeug, ist nicht wirklich geschäftsrelevant, aber wenn man mit der aktuellen Infrastruktur arbeiten will, dann ist das interessant. Quantenkommunikation der Komponenten besonders. Der Teil der Quantentechnologie ist schon weiter fortgeschritten. Also viele Geräte in Quantenkommunikation kann man jetzt schon verwenden. Aber es hängt nur vom Risiko ab, auf das man sich einlassen möchte. Möchte man viel Geld dafür einsetzen? Möchte man daran investieren und es ausprobieren? Es gibt einige Testumgebungen in Berlin und Paris, wo sie QKD-Netzwerke schon herstellen. Also Telekommunikation ist nicht Quantencomputer, aber es wäre würde dann eingesetzt für ein Quantum Internet quasi. Also es ist alles nützlich, weil es ein Schritt auf dem Weg ist zu etwas, was wir gerne hätten, aber die meisten Dinge in Quantencomputern sind noch nicht besser als klassische Lösungen. Kannst du kurz über die Angriffsvektoren reden, die es bei Quantencomputern gibt? Was ist das Schlimmste, was einem Quantencomputer passieren kann? Oh, der schlimmste Fall ist, irgendeine Firma hat da sensible Businessdaten und die werden eingesammelt. Also es sind nicht wirklich kritische Komponenten im Moment und es gibt noch viel Zeiten, wo man es gar nicht einsetzen kann. Das System muss neu konfiguriert werden, man muss prüfen, ob der Kühlschrank funktioniert, es muss gewartet werden. Also man hat noch nicht diese normalen Service-Level-Agreements. Aber denk über diese ganzen Firmen nach, die wissen nicht, was sie tun und sie
haben vielleicht kritische Daten schon in der Cloud und schieben das auf den Quantencomputer, und wenn das die Schnittstelle dafür nicht richtig geschützt ist, dann kann man da einfach sehr einfach die Daten abgreifen vielleicht. Vielen Dank, Nacho. Das war der Talk Geschichten aus der Quantencomputerindustrie von Nacho, übersetzt von Lukas und Kaste. Wir freuen uns über Feedback. Bitte unter dem Hashtag #SeeFreeLingo auf Twitter oder Mastodon. Wir hoffen, euch hat der Talk gefallen. Bis dann. Ciao.